Willkommen zurück zu Mohun 2. Ich bin Hello1986, euer Reisebegleiter mal wieder. Ja, in der letzten Folge haben wir etwas über den Initiationsritus erfahren, dass Grunt ihn durchziehen muss und wir natürlich teilhaben dürfen. Aber was viel wichtiger ist, oder viel lustiger für diese Folge, ich wollte euch ein kleines Gimmick zeigen. Ja, erstmal müssen wir herausfinden, was sind Pijaks oder Pijaks, wie unser Shepard gleich sagen wird. Was zum Teufel ist ein Pijak? Außenweltungeziefer. Wie Affen, sagen die Menschen. Sie kommen und klauen Nahrungsmittel, Grünkohl, was immer sie in die Krallen kriegen. Wir behaken sie mit unseren festen Verteidigungskanonen. Aber von dem Dreckszeug gibt es endlos viele. Kommen die nicht von hier? Warum nennen sie die Pijaks Außenweltungeziefer? Ein Händler ist hier vor ein paar Jahren gelandet. Ein Alien. Er hatte Ware dabei, die er an einem Ort namens Eletania geborgen hatte. Er sagte, sie wären blinde Passagiere. Sie sind von seinem Schiff runter, haben Nahrungsmittel geklaut und überall hingeschissen. Ja, es ist ja richtig beschissen von denen. Danach haben sie ihn aber doch sicher nicht mehr gehen lassen. Natürlich nicht. Ein Pijak-Fladen landete auf der Stirn des Anführers des Forsan-Clans. Das ist Grund genug zur Hinrichtung. Okay, wir helfen Ihnen natürlich mit den Pijaks, damit wir einen Rabatt kriegen. Ich bin ein guter Schütze. Ich könnte Ihnen vielleicht mit den Pijaks behilflich sein. Nur zu. Mit der Konsole da draußen können Sie die Geschütze kontrollieren. Wenn Sie die Pijak-Population dezimieren, gebe ich Ihnen einen Rabatt. Viel Glück dabei. Okay, machen wir mal kurz. So, und ihr werdet auch dann gleich verstehen, warum ich gesagt habe, wir spielen Mohun. Mohun 2. Aber ihr seht es gleich selber. In wenigen Sekunden. Vorsicht, Mensch! Mal sehen, was der Mensch drauf hat. Ich habe eine Menge drauf. Lass dich überraschen. So, wir müssen für Reg drei Wellen überleben. Es kommen 12, 15 und 18 Pijaks. Ich steuere das ganze Teil hier mit den WASD-Tasten. Und mit der Left-Taste kann ich schießen. So, und jetzt wisst ihr, warum ich Mohun gesagt habe. Denn es ist eigentlich Mohun. Jagen. Die Viecher kommen zwar etwas langsamer als Mohühner, ich muss auch nicht nachladen, aber im Endeffekt ist es Mohun-Jagen. Ja, ich find's, es ist ein tolles Gimmick. Das einzige Dumme, was ich persönlich dumm finde, ist, dass man es nicht mit der Maus steuern kann, sondern man hat wirklich nur die WASD-Tasten. Und, dieses Zili, das bewegt sich arschlangsam. Ein bisschen ärgerlich, das hätten sie anders machen können, ne? Aber das müssen wir leben und deswegen jagen wir Mohühner, Pijaks. Demnächst auch bei euch in eurem Händler in der Nähe, auf dem PC, auf der PlayStation 3, auf der Xbox 360, auf der PSP, auf dem Game Boy Color, auf keine Ahnung, auf allem wird es Mohun-Jagd, Pijak-Jagd geben. Gibt's das eigentlich als Flash-Game? Würde mich nicht wundern. Wäre ja nicht das erste Mal, dass man, naja, zu größeren Spielen so kleine Minispiele macht. Per Flash. Wenn ihr etwas darüber wisst, dann schreibt es mir doch einfach in den Kommentaren. Ja, ich fordere euch mal wieder auf. Lasst mir doch mal ein paar Kommentare da. Weil ich mag es, wenn ihr mir Kommentare hinterlasst. Und ihr hinterlasst mir nicht wenig Kommentare. Und das finde ich gut. Ja, rechts unten seht ihr, wie viel Schuss ich noch habe. Von welcher Seite aus ich schieße. Und wie viel Leben ich habe. Der rote Balken unten ist Leben. Und da ich diesmal bisher noch keinen durchgelassen habe, haben wir natürlich noch volles Leben. Beim letzten Mal sind mir, glaube ich, zwei Stück durchgekommen und ich hatte nur noch halbes Leben. Fand ich nicht ganz so schön. Tja, jetzt weiß ich, wie es geht. Deswegen mache ich das etwas professioneller. Genauso wie ich ja mittlerweile auch etwas professioneller die Videos mache. Finde ich zumindest. Also wenn man bedenkt, so wie ich angefangen habe, wie da die Qualität war und so. Hat nicht vielen gefallen, aber immerhin habe ich mittlerweile über 300 Abonnenten in meinem Bann gezogen, beziehungsweise in meinem Netz gefangen. Ich lasse euch nie wieder los. Ihr werdet für immer mir gehören. Ja, ich bin eine Spinne. Ich wollte es euch nur nicht verraten, aber ich bin eine Spinne. Und ich habe euch alle in meinem Abonnement-Netz gefangen. Ihr werdet mir nie wieder entkommen. Reds Aufgabe abgeschlossen. Wunderbar, wir kriegen unseren Rabatt.
Reds ist glücklich, wir sind glücklich und ich zeige euch ein nettes Gimmick. Und dann zeige ich euch gleich noch etwas. Ja, es gibt nämlich noch etwas Schönes, was mir zumindest sehr gut gefällt. Mein Sohn. Aber das seht ihr gleich. Sieht aus, als hätte der Anblick, wie dieses Ungeziefer in der Hitze der Explosion röstet. Einfach großartig, echt wahr. Ja, finde ich auch. Es hat großen Spaß gemacht. Dann machen Sie doch weiter. Wenn Sie auf Gewalt stehen, finden Sie da draußen noch jede Menge Pijacks. Ich gebe Ihnen einen Rabatt in meinem Geschäft. Sie kriegen alles zum Einkaufspreis. Ich stehe zwar auf Gewalt, aber ich spiele Aliens vs. Predator, das ist genug Gewalt. Ich danke. Muss gehen. Wie Sie wollen. Gut, und Pijack-Fleisch kaufen. Ja, bitte. Munition für schwere Waffen. Das ist eine Erhöhung. Was das kaufen. Wohl ist? Stabilisierungshandschuhe. Erhöhen die Schilde. Eine Todesmaske. Ja. Eine asymmetrische Verteidigungsschicht. Und ein Schildgurt. Ja, das haben wir jetzt alles eingekauft. Es ist alles was zum Anziehen. Und wenn ich jetzt nach Urz gehe und sage, dem wären füttern. Nein, wir sagen erstmal, dem wären streicheln. Das habe ich letztes Mal nicht gemacht. Ja, oh, ist so süß. Und jetzt fütter ich ihn. Ja, probier das mal. Oh, hey, das ist toll. Sieht aus, als hätte Urz endlich jemanden gefunden, dem er hinterher trotten kann. Ja, und das macht er auch. Guckt. Hallo, Urz, komm mit. Komm mit, mein Kleiner. Komm her. Ja, feines Hündchen, ja, fein. Gut, das wollte ich euch nur zeigen. Ja, wir geben uns nochmal kurz zurück auf die Normandy. Ich zeige euch nämlich, was wir uns gerade gekauft haben. Und ich wollte ihr müsst mir sagen, weil ich habe es bisher noch nicht rausgefunden, ob mir Urz jetzt für immer gefällt. Nein, ob er mir immer hinterher rennt. Weil ein Hund bei der Mission mit dabei zu haben, finde ich einfach nur cool. Es ist geil, es hat was und dieses Viech sieht auch noch cool aus. Also beim letzten Mal hatte ich ihn leider nicht in meinem Quartier gesehen, was ich sehr schade fand. Vielleicht läuft er irgendwo auf dem Schiff gleich rum. Ich finde das Viech einfach drollig. Das ist klasse. Es ist eine tolle Idee von den Entwicklern. Mal wieder. Als ob dieses Spiel nicht voll tausend tollen Ideen stecken würde. Nein, natürlich nicht. Und was ich euch auch noch zeigen wollte, wir waren ja fleißig. Uns fehlen nur noch 2 Raumschiffe. Dann haben wir die Sammlung komplett. Vielleicht kriegen wir ja was Besonderes dadurch. Erstmal unser neuer Helm. Sieht das Viech nicht geil aus? Und es erhöht unseren Verhandlungsbonus um 10%. Das heißt, wenn wir handeln oder halt den Auswahl haben für irgendeine gute Tat, das kriegen wir 10% mehr. Das heißt, wir kriegen nicht nur 2 Punkte, sondern 3. Ja, und wir haben endlich Schulterpolster, die unsere Gesundheit erhöhen. Deswegen kann ich auch den Helm anlegen. Und was mache ich natürlich mit so einem tollen Helm? Genau, ich passe mein Aussehen an. Weil das muss doch passen. Wenn man so einen Helm hat, muss das Aussehen stimmen. Jupp. Zumindest meine Meinung. Upgrades haben wir keine geholt, deswegen werde ich da jetzt auch nicht vorbeischauen. Sind immer noch dieselben. Ich war noch nicht wieder einkaufen. Ich habe noch nichts offscreen erledigt. Das mache ich erst ganz zum Schluss. Also wirklich, wenn ich alle Nebenmissionen bisher dann erledigt habe, die jetzt offiziell hier in der Galaxiekarte zu sehen sind. Erst dann werde ich. Hallo, willst du mich verarschen? Eben gerade war ich noch bei Chuchanga. Warum bin ich jetzt mit einmal bei Kuban? Und warum kann ich mich hier nicht wegbewegen? Okay. Das ist jetzt komisch. Hallo. Ah, jetzt geht's. Gut. Ja. Wir bleiben natürlich noch ein bisschen auf Chuchanga und ja, was uns auf Chuchanga erwartet in der nächsten Folge. Ich hoffe mal, mein kleines Hündchen. Wir werden ein paar Gespräche führen und mehr weiß ich auch ein bisschen noch nicht. Ich bin Hello 1986. Mehr von Chuchanga seht ihr in der nächsten Folge. Bis gleich.